Ja, Leute, was geht ab? Mein Name ist DoubleCD und willkommen zu einer weiteren Folge von Dizzy's Factory zusammen mit dem DNER. Hallo, Junges! Leute, ich habe gerade. Mohammed Al Dente natürlich. Da darf ich natürlich auch kein böses Wort irgendwie verlieren oder so, sonst kriege ich ganz viel Ärger. Da, wo das Geld ist, ist auch die Macht. Und das ist bei Mohammed Al Dente, mit dem wir heute zusammen die Folge hier gerade aufnehmen, Leute. Ich habe zwischen der letzten und dieser Folge ein bisschen was optimiert. Der Mohammed Al Dente, der hat in der letzten Folge hier diesen Aufzug gebaut. Das Problem war nur, von außen konnte man den Fusionator sehen. Der ging dann irgendwie da durch die Wand durch und dann konnte man das von außen sehen, das sah nicht so schön aus. Deswegen habe ich jetzt hier die ganzen Wände von dem Draht ein bisschen weiter, nee, nicht die Wände, sondern die Laufbänder ein bisschen weiter in die Fabrik reingesetzt. War doch aufwendiger, als man denkt. Und habe das jetzt so gemacht, dass hier der Aufzug mittig ist. Das kann man übrigens auch noch hier andersrum drehen, gerade mal kurz auf die Schnelle. Das hatte der in der letzten Folge irgendwie über Kreuz gemacht. Das ist aber jetzt auch nicht so der große Ding. So, jetzt kommt die auf jeden Fall wieder vernünftig rein. Und ich lasse hier überall meine Päckchen stehen, weil mein Inventar voll ist. Und ich lasse hier überall so Sachen die ganze Zeit irgendwie los. Oder? Ich habe doch genug Platz im Inventar. Ist das irgendwie ein Bug? Ich habe die alle jetzt direkt ins Inventar bekommen. Achso, wahrscheinlich, weil ich jetzt die Förderbänder schon gebaut habe. Naja, auf jeden Fall. Genau, die Bänder gehen jetzt einmal hier oben auf der allerhöchsten Etage rüber. Das heißt, der Draht geht jetzt einmal hier nach oben. Und wir brauchen noch einen Splitter. Weil hier vorne ja noch Draht rein muss. Das heißt, hier irgendwo, ich glaube, das wird sich... Ich versuche mich einfach mal mittig hier hinzustellen, weil irgendwie checkt ja das nicht so 100%, wie das straight ist. So vielleicht. Hier brauchen wir auf jeden Fall noch einen Weg runter. Ich hoffe, das geht. Ah, okay, nice. Oh, dann funktioniert mein kompletter Weg. Alles klar, sehr gut. Dann kommt hier der ganze Draht rüber. Oh Gott, dann wird unser Draht aber in drei verschiedenen Produktionen benötigt, ne? Ja, ja, wir brauchen... Eigentlich müssen wir unsere Drahtproduktion dringend auf Vordermann bringen, um die noch schneller zu machen. Eigentlich müssen wir unsere Drahtproduktion... Wobei, oder ist die schon so schnell? Die ist schon ultra schnell, ne? Die ist schon übel schnell. Also da müssten wir wahrscheinlich eher... Die macht ja schon die 280 pro Minute, oder? Macht ihr schon 280 pro Minute? Check das einmal. Ja, okay, check du das mal gerade. Ich glaube, wir haben die auf jeden Fall schon ziemlich krass optimiert. Jetzt müssen wir mal hier oben gucken. Also der DNR hat ja hier in der letzten Folge die Platinen automatisiert, aber wir könnten... Nee, die Platinen sind das Einzige, was wir automatisieren können, ne? Wir können doch nichts Neues automatisieren, abgesehen von den Platinen. Nee, ich glaube auch nicht. Nee, nee. Das heißt, die zweite Etage mit unserem neuen Zeitalter, die kann so, wie es jetzt gerade ist, eigentlich gar nicht wirklich weitergehen. Und mit den Platinen, wissen wir überhaupt schon, was wir mit den Platinen machen können? Nö, ne? Nur Computer, aber wir können die noch nicht machen. Ja eben, wir können die ja noch gar nicht machen. Wir haben irgendwie noch gar keine Maschine dafür. Das heißt, ich glaube, wir brauchen den Fabrikator, oder? Also, wir machen gerade, ich rechne kurz vor, 45 plus 45 plus 45 Draht machen wir gerade pro Minute. Das sind nur 135, wenn ich richtig liege. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht mitgerechnet, aber dann machen wir auf jeden Fall noch zu wenig Draht. Wir brauchen eh noch aber viel mehr Draht, oder? Aber bei der 1.1 übertaktet eigentlich, es wird mir nur nicht angezeigt. Dann würden wir aber mehr, aber immer noch nicht 200, also wir würden aber immer noch nicht die volle Leistung abrufen auf jeden Fall. Also wir können noch mehr Draht machen. Ich gucke aber mal trotzdem, dass ich einen neuen Meilenstein hier auswähle. Und guck mal, ob wir den direkt knacken können. Weil dann könnten wir vielleicht auch direkt schon mit dem Fabrikator, und dann haben wir auch noch den LKW und den Computer, können wir vielleicht auch noch ein paar andere Sachen machen. Weil gerade, also läuft es ja noch nicht optimal mit dem Draht, aber gerade machen wir eigentlich schon alles am Rande unserer Möglichkeiten. Eigentlich müssen wir gucken, dass wir direkt den Fabrikator bekommen, damit wir auch noch mehr Sachen machen können. Weil gerade können wir nur noch optimieren, aber nicht wirklich neuere Sachen machen. Wir brauchen auf jeden Fall mehr Strom, glaube ich, weil wir sind so langsam wieder am Ende von unserem Strom. Ich kümmere mich mal um neuen Strom, ich mach das mal. Okay, dann kümmere du dich mal um Strom. Ich kümmere mich mal gerade ums Upgrade. Da brauchen wir noch ein paar Kabel, 400, die haben wir aber auch. Als ob mir jetzt zwei Kabel fehlen. Alter, zwei Kabel fehlen mehr. Ein paar Motoren noch, Rahmen haben wir auch. 75 Motoren und noch 1000 Draht brauchen wir. Ich habe wahrscheinlich gerade wieder was Falsches gesagt, oder? Ne, wobei, Kabel brauchten wir gerade auch. Oh, das ist jetzt ein Problem mit dem Draht. Alter, unsere Stromfabrik hier. Brauchen wir schon wieder Draht. Ich habe hier überall mein Zeug liegen lassen. Ah, aber immerhin ist da Draht drin. Immerhin können wir da uns ein bisschen Draht grabben. Das ist gar nicht so schlecht. Dann können wir den Müll aufsammeln und gleichzeitig auch direkt hier wichtige Sachen sammeln. So. Dann haben wir immerhin schon mal wieder 110 Draht. Naja, geht so. Und wo sind unsere Motoren? Hier. 75. Ja, das ist ganz easy. Die haben wir ganz easy. Ist sie, meine ich natürlich. Und dann gehe ich jetzt hier kurz hoch.
Und ich glaube, ich stelle mich jetzt einfach hier vor. So. Und dann grab ich mir das einfach. Dann grab ich mir einfach das ganze Zeug. 1000 Stück brauche ich. Und ich habe gerade... Oh Gott. Dann können wir auf jeden Fall ein bisschen hier stehen. Dann können wir auf jeden Fall hier ein bisschen stehen und das alles absammeln. Dena, wie geht's dir heute so? Ich meine natürlich Kollege Aldente. Kollege Aldente geht's eigentlich ganz gut. Also ich bin ja eigentlich, sag ich mal, Ölmagnet. Aber ich bin Magnet, wie auch immer das heißt. Ich bin auf jeden Fall... Ja, auf jeden Fall viel Öl, aber ich bin auch kohletechnisch jetzt unterwegs. Ich diversifiziere mein Portfolio und deswegen, ich baue jetzt neue Kohlekraftwerke, weil Ölkraftwerke kann man noch nicht bauen, ne? Irgendwie ist das, sind wir noch nicht so weit. Da müssen wir noch, glaube ich, so weit Hub-Upgrade, also da müssen wir, glaube ich, sogar noch ein Weltraumlift-Upgrade machen. Oh, wir was machen ist eigentlich... Schon Brennstoff. Warte mal, da fällt mir gerade ein, was ist eigentlich der nächste das nächste Weltraumlift-Upgrade? Boah, der ist teuer, mit Sicherheit. Das haben wir noch gar nicht so richtig nachgeguckt, oder? Ja, ne, haben wir noch nicht geguckt. Was brauchen wir denn dafür? Unavailable in Early Access. Wir können es einfach nicht upgraden. Noch nicht, ja. In Early Access können wir es nicht upgraden. Aber wie machen wir denn unser nächstes Hub-Upgrade? Weil wir können auch im Hub noch eine Stufe draufsetzen. Hä? Moment mal, bin ich jetzt gerade verwirrt? Wir können doch im Hub eigentlich noch einen weiter hochgehen. Oh, ich habe nur 300. Ist irgendwo vielleicht das Lager voll mit Draht? Muss ich das wirklich alles per Hand abgreifen? Oder ist hier irgendwo noch ein volles Lager? Ah, hier ist noch ein volles Lager. Träumchen. Dann haben wir jetzt die 1000 voll. Okay, sehr gut. Ah, da muss ich aber jetzt gleich mal direkt im Hub-Upgrade gucken. Wie wir denn da das nächste machen. Weil das checke ich irgendwie nicht so ganz gerade. Weil das ging doch bislang immer mit dem Weltraumlift, oder nicht? So, warte mal, gucken wir mal hier. Wir haben ja noch Weltraumlift Phase 3 abschließen. Ja, tatsächlich. Wir haben tatsächlich alles schon freigeschaltet. Was wir ohne Update freischalten können. Also wir, ja, außer, wir dass wir noch die ganzen Sachen dafür hinbringen müssen. Genau, richtig. Wir aber sehen theoretisch, nur schon, was wir freischalten können. Theoretisch können wir jetzt alles sehen, was wir freischalten können. Hier die modularen Rahmen, die wir noch upgraden können mit der neuen Formel und so weiter. Aber wir kümmern uns jetzt hier erstmal um das nächste hier. Industrielle Fertigung. Da haben wir jetzt alles am Start. Und auch die Motoren. Ach, ich habe die Kabel vergessen. Ah, oh, meine zwei Kabel. Bist du gerade zufällig in der Nähe? Nee, ne? Ja, leider nicht. Oh, ich laufe gerade, ich mache gerade neue Kabel Kraftwerke. Holen. Okay, mach das. Das ist auf jeden Fall auch nötig. Was ist denn das hier? Lol, ist das ein Bug? Ach so, nee, das ist die Wand von außen, die hier reingeht. Lol. Ist mir noch gar nicht aufgefallen. Die Kabel, die gehen auch noch gar nicht in unsere Fabrik rein, ne? Welche Kabel? Hinten die Kabel von der Kupferproduktion. Die enden nicht... Boah, das habe ich gerade für einen Mega-Lag gehabt. Nee, die kommen noch nicht. Die haben wir bisher nämlich noch gar nicht gebraucht für weiter für eine irgendeine automatische Sache. Deswegen enden die noch nicht da. Dann machen aber die können wir noch rüberbringen. Wir können ja auch erstmal gucken, wann wir die brauchen. Wobei, vielleicht habe ich das mit der Formel auch geändert. Nee, wobei, mit der Formel, da war, glaube ich, nichts mit Kabeln drin. Egal, wir machen erstmal unser Upgrade hier, Freunde. Wir machen erstmal unser Upgrade. Dafür brauchen wir die Kabel. Und... Boom! Leute, Alter, was wir jetzt freigeschaltet haben, ist auch halt richtig krass. Der Fabrikator erhöht die Produktionskomplexität. Ein kritischer Blick auf die Produktionslogistik und Effizienz während der Integration empfohlen. Der LKW ermöglicht eine höhere Effizienz beim Transport, automatisiert oder anderweitig. Das heißt, wir könnten anscheinend den LKW einfach austauschen durch unseren Schlepper. Wenn das, sie geht auf jeden Fall, ne? Wir müssten halt wieder wahrscheinlich die Route wieder neu, machen. Oh. Oh, wir haben wieder was freigeschaltet bei unserem Hub Tier 3. Durch die Analyse. LOL. Wir können jetzt eine Waffe machen. Noch eine bessere? Ja, wir können eine Schusswaffe machen. Amir Stachelmunition. Nice. Improvisierte Fernkampfwaffe zur Selbstverteidigung. Muss nach jedem Gebrauch neu geladen werden. Und damit können wir auch Amir Stachelmunition machen. Wenn wir hier dieses Upgrade machen. Krass. Und wir bekommen noch einen Item-Slot frei. Oh. Können wir noch was nebenbei gerade analysieren? Haben wir noch irgendwo Gewebe, was wir analysieren können? Warte mal, wie viel Gewebe brauchen wir denn hier? Die Gewebe müssen wir erstmal machen, glaube ich. 10 Gewebe bräuchten wir, dann könnten wir das auch weiter analysieren. Aber ich meine, wir hätten schon mal irgendwo Gewebe gehabt. Wir hätten nicht irgendwo hier Gewebe gehabt schon so ein bisschen? Wie macht man denn Gewebe? Warte, ich guck mal gerade nochmal hier in der Werkbank. Gewebe. Machen wir mit Milizium, haben wir richtig viel. Und Biomasse. Das sollte ja eigentlich auch nicht das Problem sein.
Nö. Achso, muss auch gar nicht mit Lithium sein. Ah doch, 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 hier steht nur, wie man Biomasse macht. Man kann auch aus dem Mille, oder wie auch immer es ausgesprochen wird, Mycelium, so heißt es. Da können wir auch Biomasse draus machen. Aber das wäre ja ein bisschen zu schade. Warte mal, dann habe ich gerade die Kettensäge habe ich noch parat hier. Und dann gehe ich nochmal los hier, der Papa Zettelack. Und hol nochmal ein bisschen Biomasse. Damit wir auch direkt weiter analysieren. Oh Gott, Auto, Hilfe! Was sägen wir denn hier ab, was nicht in unmittelbarer Nähe ist? Das hier einfach, würde ich sagen. Das hier ist eigentlich egal. Wir waren auch schon übelst lange nicht mehr beim Katerium, ne? Nee, wir haben das einfach gemacht und es ist auch voll produziert mit Sicherheit mittlerweile, aber wir haben noch nie was mit gemacht, aber das kommt jetzt mit der Katerium-Elektronik auch. Weil eigentlich müssten wir auch ein Förderband machen, dass unser Katerium in unserer Hauptfabrik auch ankommt, ne? Wobei, also ist jetzt gerade zwar noch kein Bedarf, aber Katerium ist gerade das Einzige, was nicht in unserer Hauptfabrik ankommt. Oder beziehungsweise die... Wobei, wir können Katerium, ist ja auch bislang einfach nur Katerium-Barren, ne? Ja, ja. Das ist ja eigentlich auch noch kein Endprodukt. Also eigentlich ist es auch gar nicht so schlimm. Okay, die Biomasse habe ich auf jeden Fall jetzt gemacht. Das heißt, theoretisch kann ich auch das hier noch gerade wegmachen. Oh, das ist ja so mega entspannt, dass ich die ganze Zeit wechseln kann. So. Dann jump ich mal gerade wieder zurück, wenn ich hier irgendwie durchkomme. So. Gott, ich hoffe, ich lande hier im Wasser. Okay, alles entspannt. Gott, und dann können wir gleich mal gucken, noch unsere übelst kranken Upgrades. So, Biomasse aus Holz. Alter, mein Inventar ist halt auch todesvoll einfach. Die modularen Rahmen packe ich jetzt einfach mal raus. Die Biomasse brauchen wir. Kann ich noch irgendwas rüberpacken? Barren habe ich keine. Verstärkt, nee, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall gerade alles voll. Das erste Mal, dass ich tatsächlich so richtig Stress irgendwie im Inventar habe, weil wir so viele verschiedene Sachen haben und ich irgendwie es nicht so richtig einsehe, davon was nicht im Inventar zu haben, falls man das mal braucht. So, Gewebe, 39, okay. So, boom, wir haben jetzt nochmal 150 Megawatt mehr. Ich habe 3 neue Kraftwerke gemacht. Wir haben jetzt 850 Megawatt Kapazität, Izzy. Nice. Wie sieht's aus mit dem Gewebe? Können wir auch reinpacken. 10 Stück. Zack. Okay, Gewebe wird analysiert. Alles bestens. Und jetzt können wir mal gucken, Leute. Wir haben jetzt hier in der Produktion diesen ultra fetten Fabrikator. Richtig krass. Der braucht aber auch 55 Strom. Der zieht sich richtig brutal rein. Warte mal, hatten wir noch irgendwas Neues? Ah, den LKW. Na gut, der LKW, da haben wir jetzt auf jeden Fall gerade nicht so Mangel. Der sieht zwar geil aus. Der Dreiachser hier. Aber was wir auf jeden Fall brauchen, alleine für die obere Ebene, wäre schon richtig nice, wäre hier der Fabrikator. Ich packe mir den mal gerade zur Liste hinzu. Oh, lol. Kann ich Ölraffinerie gerade nicht rausmachen? Lol. Liste leeren. Ah, ich leere die einfach so. Fabrikator. Wir brauchen dafür Motoren, Kabel haben wir und wir brauchen Computer. Wie machen wir denn die Computer? Haben wir mittlerweile... Ah, da unten sind sie. Für die Computer brauchen wir eben die Platinen, aber die werden ja schon produziert. Darum war schon richtig, hat sich der DNR in der letzten Folge gekümmert. Die müssten hier oben gemacht werden. Alter, hier kommen echt nicht viele... Ja, wir haben auf jeden Fall zu wenig Draht. Wir haben viel zu wenig Draht. Die kommen hier oben an. Okay, ich nehme einfach mal... Oh, scheiße, ich habe so viel. Egal, Gewebe ist nicht teuer. Ich nehme mal 100 Platinen mit. Ups. Kommen wir hier... Oh, ne. Ups. Wir brauchen auch noch irgendwie einen besseren Weg, um von da oben irgendwie runterzukommen. Vielleicht mache ich da auch noch irgendwie einen Weg oder sowas hin. So, dann machen wir jetzt das allererste Mal, was richtig komplex ist. Und zwar die Computer. Und ich wette, dass wir im Fabrikator dann die Computer automatisieren können. Ja, so. Ja, locker. Die Alien-Panzer muss ich auf jeden Fall auch mal wieder hier zurückpacken. Alien-Panzer zurück, tu noch ein paar Kabel zurück. Kann ich tu von allem einfach noch ein bisschen was zurück. Benzin, beziehungsweise ich weiß eh nicht, was ich mit dem Brennstoff machen soll. Bio brauchen wir auch erstmal nicht mehr. Bio ist nämlich für mich Abfall. So, Computer. 5 Stück, das passt perfekt. Richtig gut. Woran hapert's denn? Am Plastik, glaube ich, ne? Ist das Plastik? Dass wir nicht noch mehr machen können? Genau. Kunststoff ist es. Ist ja Plastik.
Wobei, ist Kunststoff immer Plastik? Oder ist Plastik immer Kunststoff? Plastik oder ist Kunststoff, ja. Meinst du, es ist genau immer das Gleiche? Grundsätzlich, ja. Grundsätzlich, sage ich ja. Alter, der ist so groß, Alter. Oh mein Gott. Ach so, ich brauche ja noch schwere modularen Rahmen. Schwere modulare Rahmen habe ich noch komplett vergessen. Eieiei. AG, modulare Rahmen habe ich hinten. Die müssen ja nur noch irgendwie verstärkt werden. Mit, wie war das nochmal? Verstärkte. Machen wir eigentlich schon verstärkte modulare Rahmen automatisiert? Nein, haben wir noch nicht. Bisher noch nicht. Das machen wir dann wahrscheinlich auch dann da drin, ne? Ja. Warte mal, hier hatten wir doch noch irgendwo, da sind sie. Die Encased Industrial Beams. Und damit können wir jetzt verstärkte modulare Rahmen machen. 2 Stück, aber wir brauchen 5. Dafür fehlen uns jetzt Schrauben. Ah, an jeder Ecke fehlt es gerade. Haben wir noch irgendwo Schrauben? Nee. Hier Schrauben, nirgendwo Schrauben. Hier Schrauben drin, auch keine Schrauben drin. Dann mache ich den am besten mal... Ah ne, die kann ich ja gar nicht. Zu meiner To-Do-Liste wollte ich gerade sagen. Aber wir brauchen Encased Industrial Beams, brauchen wir definitiv noch. Ordentlich. Und Schrauben, der Rest reicht. Encased Industrial Beams und Schrauben. Okay, der ist gar nicht so easy. Aber irgendwo reicht es wahrscheinlich auch trotzdem, das noch jetzt zu machen. Okay, Schrauben haben wir. Schrauben haben wir. Und jetzt brauchen wir noch die Encased Industrial Beams. Die hast du gesagt, müssen per Hand gemacht werden. Die machst du noch nicht in deiner Stahlproduktion. Nee. Die habe ich alle auf Hand gemacht bis jetzt. Weißt du, weil die verschiedene Sachen brauchen. Die brauchen verschiedene Sachen. Weißt du noch, glaube ich, auch 3 Sachen, oder? Kann das sein? Oh, ich bin die ganze Zeit am Hin- und Herlaufen. Ich weiß es nicht. habe ich mir jetzt gar nicht gemerkt. In Case Industrial Beams. Komm auch gleich zurück. Ich habe nur noch mehr, damit wir keine Stromprobleme mehr haben. Habe ich gerade die ganze Zeit noch mehr Kraftwerke gemacht. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob es dir gefällt, wie ich die gemacht habe, aber du wirst die ja wahrscheinlich eh nie sehen. Hast du dir nicht die Kette einfach verlängert? Nee, du. Ich habe die ja an die Quelle rangebaut. Wir brauchen so viel Strom mittlerweile, das geht nicht da oben. Das geht nicht, es tut mir leid, das geht nicht mehr da oben. Aber das Kohlekraft, die Kohle oben ist doch die ganze Zeit voll, oder nicht? Ja, aber wir können es nicht noch größer da machen. Es ist viel effektiver, es einfach direkt hier hinzuballern. Na gut. So, wir haben jetzt noch mehr Kraftwerke. Es läuft alles. Ach, na gut. Schön. Dann, was man nicht sieht, das macht einen auch nicht, wie nennt genau, man das nochmal? Genau, du kommst das gar nicht mit. Du weißt nur, der Strom läuft, ja? Ich habe mich darum gekümmert. Versuch das einfach zu ignorieren. Am besten sagst du mir das nächste Mal einfach gar nicht. Okay, ja, ich sag nichts. Einzige, was ich dir sage, ist, wir haben jetzt eine Kapazität von 1000 Megawatt. Und ich sage dir jetzt, wir haben offiziell einen mega fetten, riesigen Fabrikator. Ach, du Scheiße, ist das ein Klotz. Ist das eigentlich genau auf der gleichen Höhe hier gebaut wie unten auch? Ah ja, du hast tatsächlich unten ziemlich genau auf der gleichen Höhe wie in der unteren Etage die Massage, genau, Maschinen wollte ich eigentlich sagen. Ja, einen hätte es weiter vorgemusst, aber das ist nicht schlimm, wir brauchen hier oben wahrscheinlich eh mehr Platz. Ach du Scheiße, okay, was machen wir denn jetzt im Fabrikator? Wir können schwere modulare Rahmen machen im Fabrikator, wir können Computer machen und Signalisatoren. Oh, Signalisatoren, an die habe ich gar nicht gedacht. Was brauchen wir denn jetzt am ehesten? Die schwere modularen Rahmen wahrscheinlich, ne? Die brauchen wir doch eher als Computer. Oder, habe ich gerade gesagt, wissen wir überhaupt schon, was wir mit Computer machen können? Keine Ahnung. Ich guck mal, was brauchen wir denn für die schweren... Ach du Scheiße, wir brauchen ja jetzt 4 Sachen. Wir brauchen in der oberen Etage sowohl modulare Rahmen als auch Stahlrohre, als auch Encased Industrial Beam und auch Schrauben. Ach du Scheiße. Und die Encased Industrial Beams, die werden ja noch nicht mal automatisiert gerade gemacht, hast du gesagt. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich dann... Warte mal, aber wir müssen doch in irgendeiner Maschine, müssen wir die doch machen können dann. Machen wir die Manufaktor? Ja, wir können die Manufaktor eigentlich machen. Dann könnten wir den eigentlich, glaube ich... Wir könnten den, glaube ich, hier nebensetzen. Den Manufaktor. So. Ah ne, warte mal, das ist falsch rum. Oder war es doch richtig rum? Ne, ist richtig rum gewesen. Der kann... Oh, hä? Wieso habe ich nicht gebaut? Der kann eigentlich hier so hin, oder? Okay. Mal gucken, ob der Platz reicht. Und um Encased Industrial Beams zu machen, brauchen wir die Steel Beams und Beton. Ja, das ist ja super easy. Das sind beide Sachen, die wir im Überschuss haben.
Das heißt, wir gönnen uns hier. Machen wir am besten. Machen wir hier direkt einen Splitter schon hin? Nee, wir machen den Splitter am besten rüber, oder? Oh, wir brauchen doch noch irgendwas, damit wir besser in die obere Etage kommen. Draußen ist Sprungpad. Wir können auch drin irgendwo noch ein Sprungpad machen. Ja, oder wir machen, da ist ja nur eine Etage, vielleicht auch einfach eine Treppe. Die muss auch da nicht wieder, die braucht da noch nicht wieder Strom. Jetzt ist die Frage. Wenn ich das jetzt abreiße, dann sieht das ja eigentlich scheiße aus, ne? Ja, dann sieht das scheiße aus, dann fliegt der. Oh, oh, wir kriegen hier echt noch Platzprobleme. Meinst du, es würde komisch aussehen, wenn wir die obere Etage eins breiter machen? Ja, irgendwie schon, ne? Kriegen wir dann hier... Sollen wir uns dann hier einfach die zwei Sachen außen lang holen? Dann machen wir hier die Wand hin. Hier vielleicht eine einzelne. Doppelt, glaube ich, würde ein bisschen schwierig werden. Hier eine einzelne Wand hin mit Eingängen. Und hier eine... Oh, lol. Hä, wieso habe ich den gerade wieder nicht gebaut? Bei mir verzögert es auch, glaube ich, ein ganz kleines bisschen. So. Und jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt müssen wir mal gucken. Wir können ja auch eigentlich direkt einen Splitter hier hin machen. Ich mach mal gerade hier weg, damit wir hier mal reinkommen. Wir könnten außen direkt einen Splitter machen. Oder wir machen das hier, da müssen wir extra wieder raus. Das ist halt übelst aufwendig. Aber es könnte auch ganz cool aussehen. Ich bin mir gerade echt richtig unschlüssig. Ich bin mir gerade richtig unschlüssig, wie wir es machen. Über außen ist eigentlich nicht so cool. Kriegen wir denn hier den Platz rüber? Ich guck mal, ich werde es jetzt erstmal so versuchen, wenn es kacke ist, dann werde ich mich auf jeden Fall nächste Folge darum kümmern, dass wir es optisch ein bisschen anders machen. Aber mein Plan jetzt gerade ist, hier direkt einen Splitter dran zu packen. So. Das jetzt hiermit zu verbinden. Dann machen wir wieder einen Aufzug hier hin. Der kommt wieder instant da dran. Und geht straight rüber. Warte mal, reicht das von der Höhe? So wahrscheinlich, ne? Ich versuch's mal so. Oh, wir müssen auf jeden Fall, wir brauchen auf jeden Fall eine Treppe. Ich glaube, ich mache hier hier neben einfach mal kurz spontan eine Treppe hin. Was machst du gerade? Noch mehr Strom. Echt? Machst du die ganze Zeit Strom? Haben wir überhaupt genug dafür? Ja, jawoll. Haben wir genug Kohle dafür? Mhm. Okay. Wie gesagt, was ich nicht sehe, mach mich nicht verrückt. Guck dir meine nächste Folge nicht an, ja? Das glaube ich aber wirklich, dass ich das besser nicht angucken sollte. Nee, besser nicht. So. Ich meine, was sie jetzt hier gerade machen, ist auch nicht das Allerschönste, aber ist wahrscheinlich auch eher eine vorübergehende Sache. Ich glaube, das, was du da baust, das kann man nicht mal eben so wieder ändern. Nee, ist zu spät jetzt. Okay, das Ding hier ist jetzt gerade mittendrin. Das ist natürlich nicht so geil. Ja, vielleicht kann ich den ja doch noch näher dran setzen. Was ist, wenn man das rüberzieht und dann nachträglich den Splitter dahin packt? Logistik, Splitter. Kriegt man den dann? Oh, dann kriegt man den so richtig nah dran. Wie geil ist das denn? Scheint auf jeden Fall zu funktionieren. Das heißt, theoretisch könnte man den hier so direkt reinmachen. Mal gucken, ob es klappt. Wenn wir jetzt hier den Lift direkt dran bauen, auf die Höhe, kommt dann hier oben was an? Nee. Nee, das glaube ich klappt nicht. Also wenn ich das hier hinten wieder ein Band dran ziehe, dann fördert er das nicht, ne? Nee. Okay, schade. Da müssen wir es doch ein bisschen mehr Platz dafür in Anspruch nehmen. Wahrscheinlich ist das ja eh auf Dauer hier nicht die Lösung, deswegen übertreibe ich eh gerade komplett. Aber warte mal. Aber was ist denn so? Funktioniert das? Oh Mann, ey, es ist doch wieder enger. Ja, das klappt. Okay, sehr gut. Aber dann ist ja alles halb so wild. Dann können wir jetzt hier... Oh. Oh, das wollte ich nicht. Dann können wir jetzt hier doch eigentlich relativ gut den Aufzug hinpacken. Reicht der so eigentlich von der Höhe? Ja, nice.
Ne, der ist noch nicht hoch genug. Einen muss dann noch höher. So. So ist er jetzt, glaube ich, höher, ne? Ja, okay. Und das könnten wir jetzt an der Wand entlang legen. Meine Güte. Also wir sind wirklich an der Zeit angekommen, wo es so kompliziert wird hier alles langsam. Also es wird eigentlich nur logistisch aufwendig, ne? Also ansonsten geht's aber eigentlich klar. So, warte mal. Und wenn das jetzt hier hinten ankommt, wie kriegen wir es dann hin, dass auch noch der Beton ankommt? Der Beton kommt da unten an. Achso, der Beton wird noch gar nicht weitergeleitet. Ach, dann kann man ja auf ganz entspannt hier einfach einen Aufzug hinmachen. Warte mal, dann ist die Frage, warum kommt überhaupt der Beton unten an? Eigentlich wäre es viel sinnvoller, dass der Beton oben ankommt. Wir brauchen den Beton unten ja gar nicht, ne? Oder wäre das doch cool, wenn wir unten ein Lager für Beton haben? Ja, wir brauchen es eigentlich nur... Also ich... Kann man machen, brauchen wir nicht, würde ich sagen. Unten ein Lager brauchen wir eigentlich nicht, ne? Nee. Das heißt, wir könnten eigentlich den... direkt... da oben ankommen lassen. So. Ist eigentlich ganz nice. Dann hätten wir nämlich tatsächlich schon beides oben. Ich guck mal. Ach so, warte mal. Ach, jetzt geht's in das Lager. Ah, das ist ja gar nicht schlimm. Das ist ja gar nicht schlimm. Das ist ja eigentlich sogar ganz geil. Wobei... ist doch nicht so geil. Wir machen es dann nochmal kurz weg. Und machen das einen weiter. Also von hier geht's dann dahin. Komplett quer rüber. Damit wir es nämlich von hier direkt hier rüber machen. Warte, ich mach das mal wieder. Ich mach das mal wieder mit einem Splitter. Können wir mittlerweile eigentlich die intelligenten Splitter machen? Nee, ne? Die haben wir noch nicht freigeschaltet. Schade. Schade. Oh, hier haben wir eh keinen Platz dafür. Ah ne, hier steht zu teuer. Da fehlen mir die Kabel für. Oh mein Gott, Leute. Jetzt fehlen mir wieder Kabel. Das ist da genau das, was ich meinte, weshalb ich eigentlich... Oh, stimmt. Hier kann man auch in die andere Etage eigentlich hoch. Weshalb ich eigentlich die ganze Zeit nichts abgeben will. Weil die ganze Zeit jetzt mittlerweile sind wir halt einfach an dem Punkt angekommen, wo permanent was im Inventar fehlt. So, jetzt hier vorne rüber. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute, es wird echt zäh. So. Alter, wie viel Strom machst du denn da, Felix? Immer mehr. Ich muss das Ganze noch organisieren. Es wird langsam so viel, es muss echt organisiert werden. Was steht denn hier gerade? 1100? Du machst gerade das Doppelte von dem, was wir verbrauchen, ne? Ja. Ja, klar. Na gut. Okay, der Splitter passt hier sogar. Leute, man kann den Splitter sogar in andere Sachen reinbauen. Juckt gar nicht hier gerade. So, jetzt gucke ich mal. Kriegen wir das jetzt da rein? Ne, warte, müssen wir einen weiter vorne. So, ist der jetzt richtig? Ah ja. Der geht jetzt hier rein. Das heißt, der kann nicht rein, weil wir nicht genügend Freiraum haben. Hä, hey, übertreib. So. Oh, lol. Ey, das wird echt alles übelst eng hier. Wahrscheinlich wäre es doch schlauer gewesen. Ey, es wird jetzt alles gerade so komplex. Egal, wir machen erstmal... wir machen erstmal hier unser Band rüber, damit wir wenigstens alles hier drin haben. Machen wir hier das Förderband hin. Da müssen wir aber mit Sicherheit... der Strom kommt von da drüben... und geht dann hier in den Rhein. Okay. Dann machen wir einen neuen Mast. Wo ist denn ein guter Part für einen Mast? Einfach hier, ne? Ja, okay. Und der geht jetzt wieder da rein. Und der geht auch hier rein. Und theoretisch geht der auch in unseren... unsere fette Maschine da vorne. Und wir kriegen von hier unsere Steel Beams Geräte. Und das muss jetzt hier irgendwo um die Kurve gehen. Sieht aber nicht ganz so geil aus. Vielleicht so. Ja, also mit ein bisschen Augen zudrücken. Ah, warte mal, vielleicht... ich habe noch eine einzige Lösung. Einen einzigen Vorschlag habe ich noch. Wenn wir nämlich jetzt hier wieder einen Dreifachen hinmachen. So.
Dann müsste es eigentlich sogar vielleicht, wobei, vielleicht ein bisschen besser aussehen. Den von hier rüber und von da, dann da. Dann ist es zwar straight, aber so richtig, naja. Ja, oder wir setzen den halt einfach einen weiter nach hinten. Vielleicht ist das dann die Lösung. Wir hätten wahrscheinlich einfach alles einen weiter nach hinten setzen müssen. Ich glaube, du darfst dich nicht so in den Details verlieren. Das wird wahrscheinlich eh nicht, alles nicht, perfekt. Ne? Das wird eine geschlossene Fabrikhalle. Die muss funktionieren. Und es muss nachvollziehbar sein, was in welche Richtung wie geht. Und nicht alles komplett kreuz und quer. Aber ob das jetzt für 100% genau ich nebenan glaube, ist, interessiert nachher eh niemanden. Das wird halt auch immer krasser, ne? Eben. Ich mach's mal so. Der kommt dann hier rein. Das ist auf jeden Fall dann schon mal ganz nice. Dann haben wir nämlich hier wenigstens noch Platz für einen Splitter. Dann können wir da auf jeden Fall das gewohnte Muster wenigstens beibehalten. Leute, am Anfang wolltet ihr noch Perfektionismus. Seid ihr jetzt euch sicher, dass ihr das immer noch wollt? Dann könnten wir hier das Band, von hier reingehen lassen. Von hier unten geht's dann hier rein. Ja, es ist auf jeden Fall besser. Es ist auf jeden Fall besser, Leute. Es hat auf jeden Fall jetzt ein gewisses Muster. Und wenn das jetzt auch wieder Strom bekommt... Oh, warte. Das wieder hier Strom bekommt. Die anderen laufen ja weiter. Genau, die anderen laufen noch. Dann können wir hier ein Lager noch hinten wieder dran machen. Organisation Lagercontainer. Ach, da fehlen mir jetzt noch Stahlrohre für. Haben wir noch irgendwo Stahlrohre? Wir haben halt mittlerweile das Problem, dass wir viel schneller produzieren, als... Also wir produzieren halt nicht mehr im Überschuss, ne? Ich weiß, ja, Stahlrohre zum Beispiel sind nicht genug. Ja. Da müssen wir nochmal die Produktion optimieren. Aber das sollten wir hinbekommen, dass wir da mehr bekommen von. So, da kann ich mir jetzt hier noch ein paar upgrabbeln, aber... Dann... Ich laufe auch immer die Linie lang und hol mir da was raus. Naja... Aber das ist natürlich nicht das Gelbe vom Ei. Eigentlich muss jeder einzelne Rohstoff oder jedes einzelne verarbeitete Ding muss schneller produziert werden, als es verarbeitet werden kann. Sonst werden wir halt nie ein Lager von irgendwas haben. Sonst wird es halt immer einfach zu schnell produziert. Aber man braucht die Sachen ja auch nicht immer. Deswegen würde ich eigentlich sagen, wenn du was Bestimmtes brauchst, kannst du die Produktion einfach anhalten davon. Von dem, wo es verarbeitet wird. Und läuft es da easy voll. Und dann lässt es ein paar Minuten voll laufen und hast du wieder genug. Ja, aber wenn es sich irgendwann so aufsplittet, dass es in so viele reinläuft, dann wird es natürlich auch irgendwann wieder stressig. Klar. Du kannst ja immer von jedem Rohstoff irgendwo einen Splitter machen, der in ein Lager reinläuft. Ja, das eigentlich schon. Das wäre auch noch eine Idee. Das ist das wahrscheinlich das, was die Leute meinten, dass wir ein Lagerhaus machen sollen. Das kann gut sein, ja. Okay. Jetzt automatisieren wir in Case Industrial Beams, oder? Ich hatte den noch gar nicht angestellt. Ja. Nice. Nice, und das müsste jetzt sogar noch 100% effizient laufen, weil weder die Steelbeams noch unser Beton wurde bis jetzt überhaupt weiterverarbeitet. Ja, das läuft jetzt zu 100%. Brauchst du nicht auch noch Schrauben oder so? Nee, ich bin ja gerade erst dabei, überhaupt mal die Encase Industrial Beams zu automatisieren. Also. Ich bin ja noch nicht mal dabei, unseren riesen Fabrikator, den wir hier gemacht haben, der läuft noch nicht mal ansatzweise, weil der braucht jetzt eben... Der braucht die Beams, der braucht Stahlrohre, der braucht Schrauben, der braucht modulare Rahmen. Also es geht hier wirklich nur noch um Logistik. Und ich habe voll die Zeit aus den Augen verloren, Leute. Es ist mal wieder eine XXL-Folge geworden. Ich habe es gar nicht gecheckt, Leute. Das war's mit der heutigen Folge. Wenn es euch heute gefallen hat, drückt auf jeden Fall den Daumen nach oben. Morgen um 18 Uhr geht's ja wieder weiter beim DNR. Es braucht gerade alles so viel Zeit, aber ich glaube, es hapert eher daran, dass ich in meinem Perfektionismus irgendwie gerade ertrinke. Heute hast du so einen Perfektionismus-Tag, Leute. Schon vor der Aufnahme ist sie mich mit was ganz anderem vorgequatscht und da ist auch so ein Perfektionismus-Problem. Du musst einfach mal wieder ein bisschen chillen, musst du, Izzy. Ich muss mehr Izzy taken, Leute. Es tut mir leid. Ich bin hier wirklich im Perfektionismus. Ja, ich bin da einfach. Naja. Morgen geht's dann wieder weiter um 18 Uhr. Supported Creator Code ist Take It Izzy, Leute. Der Link zu Felix' Kanal ist unten in der Beschreibung. Dena, Aldente, man weiß es nicht. Bis dann, mach's gut. Und tschüss. Ciao, ciao.